Es war so zu erwarten, nach dem sechsten Spieltag führen die Bundesliga-Absteiger Hamburger SV und 1. FC Köln die Tabelle der 2. Liga an. Der desolaten 0:5 Pleite belegt der einstige Bundesliga den Rang 2. Allein rein sportlich ist das logisch. Köln mit Nationalspieler Jonas Hector und dem mehrfachen Zweitligatorschützenkönig Simon Terodde sowie Hamburg mit Aaron Hunt und Luis Holtby sind eine Nummer größer als die restlichen 16 Clubs des deutschen Fußballunterhauses. Und auch finanziell ist das logisch. Die Traditionsclubs können eigentlich gar nicht anders als direkt wieder aufzusteigen. Das hat Gründe. Die Deutsche Fußballliga, DFL, hat bei der Verteilung der Fernsehgelder an die 36 Profiklubs einen Puffer eingebaut, der Erstligisten im Abstiegsfall zugutekommt. Unter anderem, damit sich nicht wiederholt, was dem SC Paderborn vor 2 Jahren widerfahren ist, die Ostwestfalen wurden in die 3. Liga durchgereicht. Davon profitierten schon der VfB Stuttgart und Hannover 96 in der Saison 2016/17, die nach ihrem überraschenden Abstieg direkt wieder ins Oberhaus zurückkehrten. Nackte Zahlen sprechen eine deutliche Sprache, da Eindruck, dass vergleichsweise große Absteiger in der 2. Liga gegenüber ihren Konkurrenten einen eingebauten Wettbewerbsvorteil haben, lässt sich mit Zahlen belegen. Da reicht schon ein Blick auf die TV-Gelder in der laufenden Saison. Während der FC und der HSV mit knapp 24 und 21 Millionen Euro nur unwesentlich weniger erhalten als die Bundesliga-Aufsteiger Düsseldorf und Nürnberg rund 25 und 29 Millionen, erhält der Zweitligist mit den dritthöchsten Einnahmen, der FC Ingolstadt, lediglich rund 16,5 Millionen Euro. Mehr zum Thema andere traditionsreiche Clubs wie Union Berlin, 13,4 Millionen oder der FC St. Pauli, 11,4 Millionen, erhalten noch weniger und sind nicht wirklich konkurrenzfähig. Für die Zweitligateams jenseits von Platz 4 gehört zum Aufstiegstraum also in den kommenden Jahren eine gehörige Portion Glück dazu. Dass es klappen kann, bewies in der vergangenen Saison Aufsteiger Holstein Kiel, der Dritter wurde. Punkt. Der erhält in dieser Saison übrigens mit 8 Millionen Euro ein Drittel der TV-Einnahmen im Vergleich zum norddeutschen Nachbarn aus Hamburg.